sagst du Orchideen oder Mopiqué? Back and back der Bitch ist begrenzte Rarität. Hey, was geht ab, meine sehr geehrten Damen, Herren und Abschiebungen? Mein Name ist Omnojan, ich bin immer noch 23 Jahre alt, immer noch ein Nichtsnutz, wie letzte Woche. Heute haben wir was Besonderes, Walla, heute haben wir etwas sehr Besonderes. Es ist gerade vor mir und ich kann es einfach nicht glauben. Ich denke das, was viele von euch denken, aber keiner spricht es aus. Und da ich meine Reichweite habe, muss ich es mal machen. Ihr wisst selber, was gerade Sache ist. Inflation, Käse ist teuer und der Döner kostet 10 Euro. Olaf Scholz, Walla, das war einer zu viel. Das ist ein PP. Das ist ein persönliches Problem dem Volk gegenüber. Döner 10 Euro? Deshalb zeige ich euch heute mal, wie es richtig läuft. Wie man als Geschäftsmann auf TikTok Millionen macht. Heute geht es deshalb sehr businesshaft zur Sache und ich habe mich deshalb auch sehr schick gemacht. Ich begrüße euch herzlichst zu diesem Video, wonach wir alle reich sind. Doch bevor ihr euer Brot macht, mache ich erstmal mein Pide. Deshalb würde ich sagen... Hot Mom Check. Doch bevor das Video startet, will ich euch eine Sache fragen. Meint ihr, ich bin dünner geworden? Nein! Hey! Oh. Dann bearbeite ich mich halt dünner. Filmora! Wondershare Filmora 12 ist ein Videobearbeitungsprogramm, womit auch du da draußen endlich gute Videos schneiden kannst. Meine Lieblingstools sind einmal das Keyframing, was ich in gefühlt jedem Video von mir benutze, und natürlich auch die Draw Mask Funktion, womit ihr Sachen ausschneiden könnt und die überall hinzufügen könnt, wohin ihr wollt. Oh, Baby! Dankeschön, Draw Mask Funktion! Überzeugt euch selbst und probiert auch alle anderen Funktionen aus. Vertraut mir, das sind mehr als genug. Außerdem, beim UGC-Event könnt ihr maximal abräumen. Sucht euch ein von zwei Themen aus, die euch vorgegeben werden beim Event, welche ihr dann als Video bearbeitet. Und unter allen Einsendungen kann man 50 Lizenzen gewinnen und zwei Leute können sogar 500 Dollar gewinnen. Also probiert dein Glück, fang an und lass deine Kreativität endlich freien Lauf. Mit dem Link in meiner Beschreibung könnt ihr Wondershare Filmora 12 testen. Ich habe es euch schon immer empfohlen, also vertraut mir und fangt endlich an. Filmora! Damit würde ich sagen, rein ins Geschehen, denn wir wollen alle Millionen zählen. Here we go! Ich zeige euch, wer der Geschäftsmann heute ist. Hamid Khan! Du willst sehen, was ich mit dir machen werde. Hamid unten-strich live 3, unser Geschäftsmann mit 19.000 Followern. Sehr seriöses Profilbild an der Stelle, gibt mir einen richtig guten Einblick ins Geschäftsmodell. Hemd, drei Knöpfe offen, Shisha-Bar-Pose. Mann, sieht das seriös aus. Man stellt sich jetzt die Frage, was für ein Content Hamid Khan auf TikTok macht. Er ist ja Geschäftsmann und wir wollen ja alle reich werden. Er macht einen richtigen Türsteher-Content mit seinem Counter-Strike-Stuhl und das sieht ungefähr so aus. Komm jetzt in mein Live. Und du willst sehen, was ich mit dir machen werde. Junge, du machst gar nichts, Mann. Du hast letzte Woche noch eine Fußfessel. Wäre ich eine Stadt weitergefahren, du dürftest nicht mal mitkommen. Aber jetzt ist halt wirklich das Ding. Wie wollen wir denn reich werden? Wir wollen doch Kebab essen. Und dafür ist Hamid Khan für uns am Start. Du willst Geld investieren, weißt aber noch nicht in was. Und suchst auch nach einem geringen Risiko. Dann bleib jetzt dran und hör zu. Junge, bin ich ja bei dieser einen Werbung, oder was? Brudi, Lamborghini. Komm jetzt in mein Dive. Und du willst sehen. Wir haben ein Projekt am Laufen mit sehr bekannten Influencern, in dem Produkte wie CBD-Produkte, Vapes, also E-Zigaretten und Getränke hergestellt werden. Junge, das hört sich doch voll Baba an. Ich wollte schon mein ganzes Geld irgendeinem Typen anvertrauen, der mit drei offenen Knöpfen am Hemd in seinem Counter-Strike-Stuhl sitzt. Junge, dein Stuhl sitzt... Junge, dein Stuhl quietscht, während du mir irgendwas vom Geschäft erzählen willst. Krieg erstmal deinen Stuhl in den Griff. Für das Ganze suchen wir jetzt Investoren, die das Ganze mitfinanzieren und dran mitverdienen. Junge, nimm meine Seele! So, jetzt kommen wir zu dem Thema, warum habe ich gesagt, ist es ein sehr geringes Risiko. Es ist ein geringes Risiko, weil wir zwei Top-Influencer an der Hand haben. Oh, zwei Top-Influencer? Das hört sich doch stark an. Diesem Mann würde ich meine Seele vertrauen. So ein seriöses, lilanes Hemd. Und dieser, er sieht aus wie ich vor ein paar Monaten. Dieser Mann dürfte alles mit mir machen. Oh, verdammt, all dieser Stress. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie gehen Leute damit um. Ich bin kurz davor, reich zu werden. Mit Hamid Khans Hilfe. Was tun denn Leute, sobald sie reich sind und gestresst? Was machen zukünftige Hamid Khans gegen Stress? Ah, meditieren am Frankfurt Bahnhof. Okay. Du bist ein Schwuchtel hinter deiner Maske. Ein Schwuchtel und ich werde deinen Arsch finden. Wenn ich dich erwische, wallah al-azim, ich werde deinen... Mann, tut das gut. Was für schöne Worte von meinem Mentor Hamid Khan. So, meine lieben Freunde, da bin ich wieder, euer Lieblingsgeschäftsmann aus Frankfurt am Main. War es so wichtig zu erwähnen, woher du kommst? Junge, bei deinem Hemd, ich dachte gerade, du kommst vom Gelsenkirchen Bahnhof. Junge, sein Hemd sieht aus wie die Maske von Hansen Karat. Heute stelle ich euch was vor. Beast Mode.
Beast Mode? Wieso steht da Beast Mode? Was ist ein Beast Mode? Das ist der Beast Mode. Eiweißshake, Leute. Der schmeckt hervorragend. Boah, was ist das für eine tote Kooperation? Der hat in zwei Sätzen zweimal den Namen der Firma falsch geschrieben. Beast Mode? Junge! Meine Kooperation mit Beast Mode Germany und ich will euch jetzt das Produkt vorstellen. Ihr habt nicht an mich geglaubt, aber es gibt genug Leute, die an mich glauben. Der hat einen Sprachkurslehrer vielleicht. Junge, wie kam... Oh, verdammt! Checkt jetzt ab, Leute. Checkt Beast Mode ab. Beast Mode? Yo, Gamana Krim Death Note. Der hatte eine Aufgabe in diesem Placement. Der hat alles falsch geschrieben. Die Firma ist bestimmt pleite gegangen wegen dem. Beast Mode? Beast Mode? Beast Note? Ohne mir jetzt gekackt, wäre besser gewesen. Der zukünftige Geschäftsmilliardär! Wir müssen uns aufs Wesentliche fokussieren. Wieder aufs Wichtige. Wir wollen Millionen machen. Also Hamid, bring uns doch etwas bei, was uns im Leben weiterbringen könnte. Und warum du da draußen sagst, ey, in meiner Firma steckt Geld drin. Ich bin gespannt. Was willst du uns heute belehren? Was heißt GmbH, Hamid? Junge, was ist das für eine Frage? Das ist Hamid Khan, der zukünftige Geschäftsmilliardär, Trilliardär. Was ist das für eine Frage? Natürlich weiß er, was das ist. GmbH, Gesellschaft. Der Typ weiß nicht mal, was GmbH heißt. Mann, sowas muss man nicht wissen, was das heißt. Sowas muss man nicht wissen? Der Typ weiß nicht mal, was GmbH heißt und will 20.000 Euro von mir? Weiß er überhaupt, wie man Euro schreibt? Der ist ein Geschäftsmann geworden? Der vertrauscht mein ganzes Geld an! Der hat wieder dasselbe Hemd an! Der hat nur zwei Hemden! Und der durch mein Geld? Nein! Gesellschaft! Man muss gar nicht wissen, was das heißt! Ich kann das nicht mehr! Für einen wahren Geschäftsmann wie Hamid, Hamid Khan, gehört es sich natürlich auch, Sachen zu verlosen. Sachen zu verlosen ist sowas wie ein Geben und Nehmen. Ihr gibt, ich nehme. Ungefähr so. So wie in diesem Fall hier. Klar, bei diesem Gewinnspiel könnt ihr diese Rolex im Wert von 17.000 Euro gewinnen. Er verlost eine Rolex im Wert von 17.000 Euro und er hat einen Anzug mittlerweile an. Aber immer noch dasselbe Hemd. Er hat ja nur ein Hemd. Das ist bestimmt nicht mal gefasst. Rolex, 17.000 Euro. Und es wurde noch nie ausgelost? Das war bestimmt ein Versehen, Junge. Das ist Hamid Khan, Geschäftsmillionär, Geschäftsmann. Pff, die Junge, Alter, ihr redet denn alle voll klein. Der Arme musste die ganze Zeit kämpfen, um hier zu sein. Oh, da war ja was. So, meine Lieben, auf euch wartet ein Geschenk. Ihr wollt wissen, was es ist? Was ist es denn? Was ist es denn, Hamid Khan? Bitte sag, was es ist. Seid gespannt. Ich bin gespannt. Warum quietscht dein Stuhl die ganze Zeit? Ich dachte, du bist reich. Soll ich es holen? Ja! Seid ihr sicher, soll ich es holen? Ja, bitte, hol es! Hol doch einfach jetzt ab. Worauf wartest du? Wie soll ich überhaupt antworten? Ein 60 Zoll Samsung OLED-Fernseher. Der hat nicht den Fernseher in Frischhaltefolie eingepackt, oder? Der hat den Fernseher in Frischhaltefolie eingepackt, weil er es kracht. Es kracht. Oh nein! Nein! Walla, das ist einer zu viel! Das ist einer. Sein Fernseher sieht aus wie ein Butterbrot, der! Oh mein Gott, das ist einer zu viel! Der ist paar Mal im Ring ausgerutscht und will mir jetzt einen Fernseher schenken? Eingepackt in Frischhaltefolie? Nein, 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 Walla, das ist. Nein! Scammer wurde gescammt, offiziell! Okay, jetzt langsam fühle ich mich aber auch sicher. Weißt du was, Counter-Strike-Stuhl Hamid? Ich bin bereit, 20.000 Euro in dein Unternehmen zu investieren. Auch wenn du noch nicht weißt, was du produzieren willst, wo du nicht mal weißt, was GmbH überhaupt bedeutet. Und auch wenn dein Hemd so weit runtergeknöpft ist, dass ich mich langsam auch ein bisschen persönlich angegriffen fühle, bin ich bereit zu investieren. Und dafür schreiben wir Hamid jetzt erstmal eine E-Mail. Hallo, Hamid Khan. Das ist ja schon die Antwort. Wir sind noch am Anfang, wo er meinte, wir haben zwei Top-Influencer. Weil wir zwei Top-Influencer an der Hand haben. Es werden Produkte vom Influencer Ehrenmann Marius und Produkte von Influencer Hamid Khan hergestellt. Hey, warte mal kurz. Er sagt zwei Top-Influencer und einer davon ist er selber. Er will eine Firma aufmachen und schreibt sogar Ehrenmann Marius falsch. Das ist gar nicht sein Name. Das ist so, wie als ob ihr Omnijam mit B schreibt. Und das Härteste kommt jetzt auch noch. Marius wusste nicht mal davon. Warte, er wusste nichts davon. Oh, noch ein Schreiben. Investoren Investoren? Digga, du suchst Investoren und dein erstes Wort ist falsch geschrieben? Hallo! Vorsicht, Putschgefahr! Jetzt mal Spaß beiseite.
Junge, du machst auf Geschäftsmann auf TikTok. Dagegen sagt ja keiner was. Aber sobald man dich kritisiert in deinem verdammten Counter-Strike-Stuhl und gewisse Fragen stellt, die dir nicht passen, kommst du so in die DMs rein? Hamid Khan schreibt, du Schwu... Und ich schwöre bei Allah, wenn ich dich erwische, weil wer mit Hack spielt, ich schwöre bei Allah, ich schneide dir deinen Kopf ab, du Und so viel posten, wie du willst, dir Fotze, gebe ich kein Gesicht, dir gebe ich gar nichts, weil du bist eine Fotze. Hast du verstanden? Du kannst noch dein Leben lang Videos über mich machen, das interessiert mich nicht. Oh, eigentlich wollte ich investieren, auch wenn du selber Investoren falsch schreibst. Aber ich weiß jetzt nicht, ob mein Geld in sicheren Händen ist. Ich wollte doch reich werden. Wir reden doch von einem Geschäftsmann, der zwei Händen besitzt, die bis zu seinem Nippel aufgeknöpft sind und sich auf seinem Gamingstuhl setzt und einen Fernseher verlost. Gewickelt in Frischhaltefolie. Ich weiß nicht, ob ich diesem Mann jetzt noch mein Geld anvertrauen kann. Oh Mann! Naja, ich muss mir das Ganze noch überlegen, auch wenn ich Hamid damals geschrieben habe, ey, Respekt für deine Gebetsvideos, weil die waren gut, nicht so wie das hier. Junge, du bist zweimal auf die Fresse geflogen und machst jetzt sowas? Junge, wenn du eine WhatsApp-Gruppe aufmachen würdest, du würdest sie, glaube ich, auf Telegram aufmachen, weil du dich mal das checken würdest. Und damit muss ich leider aufgeben, Freunde. Leider sind wir in diesem Video nicht reich geworden und ich habe es nicht geschafft, uns alle zu Millionären zu machen. Verzeiht mir, lasst euer Abo trotzdem da, damit ich endlich 300.000 habe, weil so viel beträgt ungefähr das Budget, was Hamid Khan von seiner Community abzocken will. Wenn ihr euch jetzt fragt, ob es noch schlau wäre, in Hamid Khan Fonds zu investieren, dann würde ich euch raten, investiert lieber in meine Kacke, weil meine Kacke ist vorhanden, die Firma von ihm noch nicht und seine Produkte auch nicht. Passt auf euch auf, wir sehen uns die Tage wieder und wenn nächste Woche kein Video kommen sollte, dann wisst ihr ganz genau, Hamid Khan hat meine Seele verkauft. Tschüss! OC361 Video zu Ende. Abonnier jetzt sonst die Bitch aus